Haben wir sonst irgendwas, was wir gerade schließen können, weil es voll ist? Nein, wir haben noch das von Laura, wir haben noch das von Markus. Und die sind auch noch alle recht leer. Also, ja, gut. Was habe ich jetzt gerade aufgemacht? Ah. Okay, das heißt, ich muss wohl die Kiste. Erstmal gucken. Ob hier irgendwas verdächtig ist? Nö. Ups. Dann die Kiste wohl da rein. Dann kann ich hier theoretisch wieder zumachen. Okay. So, damit haben wir wohl hier hinten geöffnet. Ja. Gut. Nicht ganz so gut. Okay. So. Genau. Mach den. Wow, schöner Crit. Und stirb einfach. Das geht ja noch einigermaßen. Da müssen wir erst was zumachen, so wie das aussieht. Und ich hatte eigentlich gedacht, dass das hier ein bisschen nach Secret riecht. Okay, Loch. Löcher runterfallen will ich hier in dem Spiel nicht mehr, weil ich habe gelernt, das ist kein Legend of Grimrock. Hier heißt runterfallen sterben. Ist ja schon mal recht weiträumig hier und ich mag diese Gitter nicht. This place, the main pipeline hub that brings fumium to all other parts of the arcs. Can't believe I was once so proud of taming this stuff. Okay, jetzt wissen wir schon mal ein dunkles Geheimnis. Ziemlich verworrenes Röhrensystem. Hier könnte sich ebenso gut ein Secret irgendwo verstecken. Zum Beispiel auch hier. Genau, warum habe ich das nur gewusst? Ah, nö.
Das Problem ist, die können auch unter den Rohren hin und her klettern. Wow. Naja, gut. Das ging ja gerade so nochmal gut. Ach komm, jetzt wird es langsam nervig. Ja. Da geht's nicht lang. Gut. So. This place, the main pipeline hub that brings fumium to all other parts of the arch. Yeah. Can't believe I was once so proud of taming this stuff. Hier waren die Sackgassen, die beiden. Genau, wenn ich hier weitergehe. Dann kommen sie. Jetzt habe ich niemandem was abgesaugt. So. Da ist eine Truhe. So, da kommen viele. Ah, habe ich jetzt aus Versehen auf R gedrückt? Ja. Egal. Ich habe ja wie gesagt genug. Ja, stirb einfach. Ich habe ja noch genug mit Perpacks. Jetzt bin ich auch mal wenigstens wieder ziemlich voll. Ach, ich habe hier. Was zugemacht. Das habe ich sicherlich irgendwo anders was zugemacht. Ah, hier. Mun. Zeatlot Outfit, ein Tech Outfit und Fumium Light. Agatha Chertsey. Oh, das ist jemand Neues. Es wird allmählich richtig lachhaft. Wir haben jetzt eine weitere Nutzen vom Fumium entdeckt. Licht. Durch Bewegung in Flüssigform leuchtet es in dieser Mesmerizing. Naja, in dieser wahrscheinlich strahlenden, leicht bläulichen Farbe. Ich starre es an, seit dem Tag, als ich es entdeckt habe. Und ich kann einfach nicht genug kriegen. Es ist so beruhigend fürs Auge. Ich habe einen Antrag gestellt, Fumium für Beleuchtung zu benutzen. Da es sowieso überall in Betrieb ist oder in Umlauf. Dies würde uns einen Haufen laufende Kosten ersparen. Laura Weick war ästhetisch darüber.
Sie sagte, je mehr Möglichkeiten wir haben, Fumium zur Arbeit zu benutzen, umso besser. Also hoffe ich, dass der Antrag durchgeht. Es wäre so viel schöner hier danach. Agatha Chertsey, Fumium Research Unit 4. Mhm. Du hast die Key und ich höre es von allen Seiten. Ja. Wenn sie mich zu viel Leben kosten, dann sauge ich einfach etwas ab. Wie jetzt zum Beispiel. Schuss bin ich wieder voll. Jo. Und sie töten sich ja teilweise auch selber. So. Habe ich Ruhe? Ich habe Ruhe. Schön. Gut. Wie gesagt, das hier wäre wirklich ein schöner Platz für ein Secret. Ammunition. Superior Acid Nozzle. Ja, warum nicht? Ich würde lieber meinen Helm behalten, den sack ich mal so ein. I'm a little worried about the current research projects we're undergoing. The Bureau is slow to analyze our output and the documents we send out every month have still not been acknowledged or even given proper opponency. We haven't received authorization for the upcoming research schemes either. However, some teams continue to hammer away on their own initiative and I have to curb the progress artificially. What's worse, more and more accidents are popping up around the research focused on Fumium. Is it because of the failure to comply with regulations or because of the instability the substance is becoming known for? I don't know yet, and I want answers. Also scheinbar geht hier, ist ja alles den Bach untergegangen und selbst wir konnten nichts dagegen tun. Ja, es kommt tatsächlich auch aus der Richtung welche. Hey, er brennt, weil er einen Quit abgekriegt hat. Sehr schön. Also ja, schön, dass wir... uns um die Seite kümmern konnten. Das sah gerade so aus, als ob hier ein Knopf wäre, aber es ist nur Rost, okay. Dadurch haben wir schon mal eine von den beiden Falltüren zugekriegt. Jetzt müssen wir noch die andere zubekommen. Das machen müssen wir von der Seite machen.
Haben wir einmal den Weg hier. Oh. Hi, du. Ich will nicht mit dir spielen. Ich wollte auch nicht darunter fallen, aber... Gott hat mir da keine andere Wahl gelassen. Genau. Genau, brenn und dann stirb. Na, viel Fumium habe ich bis jetzt nicht gekriegt. Ich habe ja, muss ja nur noch jetzt 210 kriegen. Druckplatte. Mhm. Wenn sie brennen, ist es schön. Nicht, wenn sie mich blitzen. Hör auf, aus dem Weg zu gehen und stirb einfach. Ich muss ja sagen, die da sind irgendwie am harmlosesten. Weil sie am langsamsten sind. So, danke fürs Sterben. Munition und... Marcus has sailed away to the Bureau Citadel, supposedly to answer for how he lost control over me in the tower, to provide explanations and defend me from prosecution for neglecting protocol. Marcus is a coward, a scared fool, a short-sighted lackey to the Bureau who can't understand the importance of freedom in my research projects. Same goes for all the fools who've been rebelling against me since his departure, unwilling to continue the experiments. Who cares? Now that Marcus is away, my real research shall commence, whether anyone likes it or not. I don't understand how she could have grown so distant from me. I just can't believe the change was natural. There must have been something sinister behind it all. Mhm. Also ja, sie hat gesagt, sie wünscht Marcus zum Teufel mehr oder weniger. Sie hat keinen Bock mehr darauf, dass er ihre Forschungen beeinträchtigt. Sie ist also ein bisschen größenwahnsinnig geworden. Klar. Hier sind Druckplatten für eine Art Druckplattenrätsel. Hm. Wie gesagt, hier könnte auch überall wieder Secret sein. Es ist halt auch bei der Dunkelheit nicht so leicht, was zu erkennen, muss ich zugeben. Okay, das war schon mal richtig, das war falsch. Okay, der war richtig. Der nicht. Der war richtig. Der nicht. Okay, also so und dann so. Nein, das nicht. Okay. So und so. So ist richtig.
Da war es nicht. Okay, so. So. Ah. So und so ist richtig. Und so. Der nicht. Okay. Dann bleibt nur noch der da. Okay. Dann weiß ich jetzt, welche Kombination ich brauche. Oder auch nicht, weil ich zu doof bin. So.